Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Kollege Flüger, man kann zum Einsatz stehen, wie man will, aber der Krieg begann nicht damit, dass die Bundeswehr nach Afghanistan gekommen ist, sondern spätestens mit dem Einmarsch der Roten Armee in den 70er Jahren. Ich war selber vor wenigen Wochen in Afghanistan und hatte die Gelegenheit, nicht nur mit den Soldatinnen und Soldaten zu sprechen. Ich möchte Ihnen herzlich danken für Ihren Dienst. Was hier immer zu kurz kommt, ist auch der große Dank den Menschen, unserer Diplomatinnen, Diplomaten, Entwicklungshelferinnen, Helfer, die Polizistinnen und Polizisten dort leisten, auch unter Lebensgefahr. Auch dafür einen herzlichen Dank. Und ich hatte nicht nur die Möglichkeit, mit unseren Leuten zu sprechen und nicht nur die Gelegenheit, mit der Administration zu sprechen, sondern auch mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft. Eine Zivilgesellschaft, die vital ist, in Kabul zumindest vital ist und die in erster Linie getragen wird von Frauen, von freiheitsliebenden Frauen. Und ich kann nur versichern, die große Sorge, die dort umgeht, ist immens. Und diese Sorge hat viele Gründe. Wenn wir über die Zukunft von Afghanistan sprechen, ist der Kern des Problems das fehlende Vertrauen der Menschen in die eigene Staatlichkeit. Ein Vertrauen, das die Menschen ja schon mal gewagt haben. Vor 6 Jahren gab es Präsidentschaftswahlen, da sind die Menschen in Scharen zur Wahl gegangen, obwohl es Bombendrohungen gegeben hat, obwohl es Anschläge gegeben hat auf Wahllokale. Dieses Vertrauen ist auf so viele Art und Weisen enttäuscht worden. Der traurige letzte Höhepunkt war vor wenigen Tagen, dass es eine Doppelvereidigungsprozedur gegeben hat, zweier Herren, die dieses Vertrauen wirklich verspielt haben. Und obendran kamen auch noch die Angriffe, die es auf diese Vereidigungsprozeduren gegeben hat von Dschihadisten. In der Situation haben die Menschen selbstverständlich große Sorgen. Die haben Angst. Und ich kann das dem auch nicht absprechen. Und wenn man sieht, was die Amerikaner dort gerade verhandelt haben. Die Amerikaner haben mit den Taliban verhandelt, und da sind zwei quasi Nebeneffekte, die man sehen muss. Das eine ist, dass die Autorität der legitimen Regierung in Afghanistan dadurch, dass sie überhaupt nicht berücksichtigt worden ist, durch die amerikanischen Verhandlungen noch mehr unterminiert worden ist. Und das zweite ist, dass diese Verhandlungsergebnisse der Amerikaner vieles beinhalten, aber eines nicht, nämlich rote Linien genau für die Rechte, für die diese Zivilgesellschaft in Afghanistan tatsächlich auch bereit ist zu kämpfen und für die sie die letzten Jahre auch so viel gelitten haben, um sie zu bekommen. Und in dieser Situation halte ich es für notwendig, selbstverständlich ein klares Signal der Solidarität zu senden. Wir haben viele Gründe, auch in meiner Fraktion viele Gründe, dem Afghanistan-Mandat nicht zuzustimmen. Aber unabhängig davon, wie wir zu diesem Einsatz stehen, wie wir zur Perspektive stehen, wie wir zur Frage der Abzugsperspektive stehen, es ist offensichtlich, dass die Menschen in Afghanistan weiterhin unsere Hilfe brauchen, gerade beim weiteren Staatsaufbau, unbenommen nochmal von der Bundeswehr. Und dort beizustehen, und das sage ich nicht nur, weil die Menschen in Afghanistan nächste Woche auch hoffentlich halbwegs Frieden finden werden, um ein wenig ihr Neujahrsfest feiern zu können, sondern auch deswegen, weil wir diesen Menschen verpflichtet sind. Zu dieser Verpflichtung, zu dieser Solidarität allerdings gehört nicht, gerade in diesen Zeiten, in all der Aufregung, in all dieser Unsicherheit, einfach weiterhin Massenabschiebeflüge nach Afghanistan zu schicken, als wäre nichts passiert. So wird die Bundesregierung ihrer Verantwortung nicht gerecht. Das Wort hat Dr. Fritz Felgentreu für die SPD-Fraktion.